Mein Name ist Marcel Mosdorf und ich werde euch heute ein wenig was über Domain-Controller ohne Windows erzählen mit Univention. Und das an einem praktischen Beispiel hier aus der Ecke, nämlich einer Kreisfeuerwehrzentrale. Was machen wir heute? Ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu mir. Ne, wozu brauchen wir eigentlich einen Domain-Controller? Also für den, der es vielleicht noch nicht weiß, habe ich das da nochmal mit reingenommen. Warum wollen wir das mit Open Source machen und vielleicht auch warum mit Univention? Das geht ja auch ohne. Dann das Beispiel aus der Praxis. Univention ein bisschen im Überblick, so ein paar kleine Slides und dann zeige ich euch das Ding auch nochmal live. Und in Punkt 7 gucken wir uns einfach mal an, was kann ich denn theoretisch damit sparen, wenn ich bei Univention in der Community Edition bleibe. Gut. Wer bin ich eigentlich? Ja, mein Name ist Marcel Mosdorf. Ich bin seit 20 Jahren ungefähr ein bisschen drüber in der IT tätig. Zuletzt in einem relativ großen Konzern hier in Schleswig-Holstein. Hab da so ein bisschen was mit Infrastruktur, Software und vor allem der ganzen Benutzermanagement und Benutzerverwaltung gemacht. Hab dann Anfang des Jahres entschieden, Konzern ist so eine Sache. Ich mache das jetzt mal alleine und guckt dann ein bisschen darauf, dass es vielleicht nicht immer alles in irgendeinem Konzernumfeld bleibt, was die Software angeht. Wofür brauchen wir eine Domäne in einem Unternehmen oder meinetwegen auch in einem Verein, was jetzt zum Beispiel unser Beispiel nachher ist? Das ist ja ein Verein. Wir wollen Computer verwalten. Meistens machen wir das, also meistens ist der Einsatz oder die Software, die meistens eingesetzt wird, ist von Microsoft. Das ist ein Active Directory. Wir können das allerdings auch mit einem LDAP machen. Es bildet meistens halt ein Abbild der Unternehmensstruktur. Das bedeutet halt, wie viele Computer habe ich. Meistens sieht man ja auch irgendwelche Abteilungen in irgendwelchen Gruppen abgelegt oder man kann halt da so die Struktur halt erkennen. Wir haben unsere Benutzer, wir haben Group Policies, die wir auf irgendwelche Clients ausrollen können, um die ein bisschen zu härten oder um Nutzern Dinge zu untersagen oder zu verbieten. Wir haben ein zentrales Adressverzeichnis, was meistens damit einhergeht. Wir haben einen Punkt, dem wir vertrauen im Unternehmen, wo wir halt unsere Benutzer pflegen und auch anlegen oder halt auch sperren, falls man dann das mal muss. Und wir haben ein zentrales Rechtemanagement, was gegebenenfalls auch da dran angedockte Software angeht, wie zum Beispiel irgendein Mail-Server, auf dem wir dann halt auch Rechte verteilen können. Wie viele E-Mail-Adressen man hat oder wie auch nicht. Warum sollte man das mit Open Source machen, beziehungsweise hier in dem Punkt Univention? Wir fördern damit natürlich digitale Souveränität unserer Einrichtung, die wir damit sozusagen ausstatten, weil sie sich halt nicht abhängig macht von irgendjemandem, sondern weil man halt auch rechts und links gucken kann und das Ganze dann ein wenig offener gestalten kann. Wir vermeiden damit halt auch ein Vendor-Login. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir so einen Verein haben, der sich dann so ein Office 365 mit einem Microsoft M365 oder sowas kauft, der kommt nachher, wenn er da genug Daten drin hat, relativ unkostengünstig wieder da raus. In Vereinen ist es meistens halt der Fall, dass man wenig verfügbare Barmittel hat, die man damit dann einsetzen kann, um da wieder rauszukommen. Dementsprechend sollte man, wenn man sowas neu aufbaut, halt schauen, dass man halt solche Strukturen halt von vornherein durchdenkt und halt auch vermeidet. Wir haben einen großen Punkt, also für mich ein großer Punkt, ich kann die Supply Chain überprüfen. Das bedeutet halt, ich kann halt in den Code reingucken und mir angucken, was habe ich da eigentlich drin stehen, was haben die da eigentlich reingeschrieben und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch noch sagen, hey, da komme ich gut klar mit und kann das deployen oder ich weiß halt, nee, das nehme ich jetzt mal lieber nicht, wir warten mal noch einen Release aus. Bei ja, Closed Source ist es meistens ja so, dass du in dem Moment, wo du die Software kriegst, halt auch die Updates nehmen musst und du eigentlich gar nicht genau weißt, was da drin vorkommt. Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir ja gerade festgestellt, dass Microsoft zum Beispiel gehackt worden ist. Ich habe mir da in dem Moment die Frage gestellt, woher weiß ich jetzt eigentlich, dass die Updates nur einspielen darf? Nur weil Microsoft das sagt und vorher auch nicht viel darüber gesagt hat, was bei denen passiert ist, weiß ich nicht. Hier kann man nachgucken. Wir können selbst Schnittstellen programmieren, weil wir wissen, was eigentlich, wo ich andocken kann, welche APIs zur Verfügung stehen oder ich kann die APIs halt auch für mich selbst einfach erweitern. Und es ist oft alternativer Service zum Hersteller verfügbar,
Also wenn ich jemanden habe da draußen, der sich da viel mit auskennt, dann kann ich halt auch zwischen dem einen und dem anderen Service-Dienstleister wechseln, ohne dass der jetzt unbedingt Partner von Univention sein muss oder sonst irgendwas oder Partner von Linux. Ja, warum ich persönlich das mit Univention mache, also ich habe meistens Personen in einer solchen Einrichtung sitzen, die nicht unbedingt auf einer CLI rumbasteln und nicht unbedingt mit Windows-Tools umgehen wollen. Und Univention bietet halt einfach die Möglichkeit, hier zentral über eine Web-Oberfläche sozusagen die Benutzerverwaltung zu machen. Und das ist halt für jemanden, der jetzt nebenbei ein bisschen IT in so einem ja, Kreisverband von der Feuerwehr macht, als Geschäftsführer, der eigentlich sich ja darum kümmert, dass die Ausbildung da läuft zum Beispiel. Ganz praktisch, weil der geht einfach auf die Internetseite, richtet neue Benutzer ein. Und schon läuft die ganze Geschichte. Ja. Betrieb, On-Premise, in der Cloud, Hybrid kann man alles machen, wenn man möchte, hoch und runter. Ne, bei Cloud ist das immer so ein Thema mit dem wieder da rauskommen. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Und der hybride Ansatz ist natürlich auch nicht ganz so verkehrt. Und wenn man einen Dienstleister hat, der einem so ein Ding nochmal irgendwo im Rechenzentrum zur Verfügung stellt, dann hat man das auch tatsächlich high available. Gut. Ist hier um die Ecke tatsächlich. Vor ungefähr, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile, also ich habe das vorher tatsächlich ehrenamtlich da gemacht und habe das da aufgebaut und es ist halt das Paradebeispiel hier aus der Gegend. Vor ungefähr 5 Jahren haben wir da angefangen, als die neue Kreisfeuerwehrzentrale gebaut worden ist, Gedanken darüber zu machen, wie machen wir das eigentlich mit der IT da? Weil wir haben ungefähr, kommt gleich auf einer anderen Folie, 123 Benutzer, die da tatsächlich ein- und ausgehen, die nicht alle einen Arbeitsplatz haben, die auch von zu Hause Sachen irgendwo machen wollen, die ihre Folien für ihre Ausbildung, für ihre einzelnen Bereiche, die sie haben, sozusagen hoch und runter laden müssen, um sie dann auch in der Kreisfeuerwehrzentrale verwenden zu können. Und es sollte dann auch noch irgendwie administrierbar bleiben. Kurzum, wir haben halt einfach Univention genommen, ich glaube damals noch unter Version 4, und haben das Ganze damit aufgebaut. Was wir auch machen, wir erstellen tatsächlich auch in dem Ganzen Applikationen aus dem App Center bereit. Das ist aber jetzt tatsächlich hier nicht unbedingt der Fokus. Wir haben halt personalisierte Benutzer für Ausbilder und für die Verwaltung. Also wir haben auch eine Verwaltung da drin, sprich es gibt auch Angestellte vom Kreis Plön sozusagen, die da an Rechnern arbeiten. Allerdings wird die Infrastruktur tatsächlich vom Kreisverband gestellt. Warum, weiß ich nicht. Aber auch die haben einen Benutzer. Wir managen den Mail-Server damit. Aktuell betreiben wir da Copano. Ist jetzt to change irgendwann. Mal gucken. Und wie gesagt, hatten wir schon zwei, dreimal. Es ist administrierbar vor Ort. Zentral an der Lokation kann der Kreisfeuerwehrverband halt seinen Mitgliedern relativ wenig zur Verfügung stellen. Also, wenn man sich mal überlegt, dass Preetz von Lütjenburg durchaus ungefähr eine halbe, wenn man schlecht durch den Verkehr kommt, eine Stunde entfernt ist, kann nicht jeder, der Ausbilder ist, immer nach Preetz fahren, um dann seine Folien zum Beispiel anzupassen oder gegebenenfalls auch andere Sachen runterzuholen. Dementsprechend haben wir uns auch dafür entschieden, ein Intranet zur Verfügung zu stellen, was tatsächlich dann auf einer Groupware basiert. Und da können sich die Leute halt mit einem Single Sign-On aus der Domäne sozusagen anmelden. Das bedeutet, die haben es relativ einfach, die müssen sich nur ein Passwort merken. Wir verwalten 122 User in, ich glaube, 38 Gruppen aktuell. Etwa 12 Computer vor Ort. Da sind halt auch Computer bei, wo verschiedene Ausbilder an verschiedenen Wochenendtagen in verschiedenen Räumen sich anmelden müssen, was wir durch halt ein Roaming Profile gelöst haben, so der nimmt halt sein Profil mit von einem zum anderen Rechner und weiß dann, wo seine Knöpfe sind. Machen wir weiter. Es gibt in Univention halt die Option, das Ganze noch auf AD-Funktionen zu erweitern. Das bedeutet, wir können in den App Store hineingehen und im App Store sozusagen eine App runterladen, die dann sozusagen das LDAP erweitert auf die Funktion, die wir im Active Directory brauchen. Wir können mit Univention in Parallelbetrieb fahren zum Beispiel. Also sprich, wir haben ein altes AD und wir haben Univention und wir kriegen die beiden so miteinander verkoppelt, dass wir tatsächlich irgendwann auch den Windows-Rechner da rausschmeißen können. UCS ist Teil von einem Active Directory und Neuaufbau einer kompletten AD. Dafür brauchen wir nicht mal irgendwie Windows, sondern wir können es halt einfach in Univention direkt aufbauen.
Das ist halt auch ein Vorteil von Univention ist halt auch, dass wir diese paketierten Anwendungen haben, die wir halt im App Store runterladen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo eine Nextcloud installieren wollen oder sowas, dann geht das als Container und läuft meistens, nicht immer, als Docker irgendwo auf dem Univention-Server. Das Patch-Management ist auch relativ einfach, weil es halt über die GUI funktioniert. Wir haben halt in dem Moment einen Single Point of Administration, das bedeutet, wir administrieren halt in dieser GUI und es kann halt wirklich jeder. Also ich habe da wirklich wenig mit zu tun. Ist auch ganz gut so, das Ding läuft da. Wenn es nicht gerade irgendwie dramatische Probleme gibt, ruft mich auch keiner an. Administrieren tun die dann von alleine. Gut. Ich halte das heute so ein bisschen mit den Folien kurz. Also wir gucken da nachher mal in so ein Ding rein, das ist viel interessanter. Es funktioniert halt nativ auf mobilen Endgeräten, wenn wir dann eine VPN-Verbindung haben und wir können es tatsächlich auch über die Webseite einfach auf einem iPad oder auf einem Android oder wo auch immer administrieren und einrichten. So, wollten wir relativ schnell durch, aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie sowas aussieht. Und dann können wir da auch einfach mal ganz entspannt gucken. So. So sieht diese administrative Oberfläche von dem Univention aus. Wenn man sich durch den Willkommensteil durchgeklickt hat und seine Lizenz online abgeholt hat, dann kann man die da auch hochladen. Wir haben hier so ein bisschen Aktualisierung. Wenn man draufklickt, die Pakete werden im Hintergrund aktualisiert, die Linux-Pakete werden aktualisiert. Es ist halt für den Anwender relativ einfach, das selber zu machen. Man muss da jetzt nicht irgendwo in die CLI. Und wir haben halt dann den ersten Tab, der uns eigentlich interessiert, also sprich die Benutzeradministration. Und wenn ich mich vertippt habe, dann funktioniert es jetzt auch. Und dann sieht das Ganze halt so aus. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Benutzer hinzufügen, ist das relativ einfach über die GUI. Also es wird auch nicht viel abgefragt am Anfang, es ist halt einfach eine Anrede, das ist auch sehr offen gehalten, das bedeutet, also wir sind halt auch, was alle diversen Anreden angeht, relativ gut davor. Also es ist nicht irgendwie ein Auswahlfeld für Herr, Frau oder sonst irgendwas, sondern man kann da reinschreiben, was derjenige gerade möchte. Und wenn wir jetzt hier auf den Erweitert-Button klicken, dann wird das Ganze ein bisschen größer. Also aber wenn man jetzt mal irgendwie spontan einfach einen User anlegen will, dann hat man halt irgendwie drei Zeilen und drückt auf Weiter und das Ding angelegt. Was man hier dann halt noch machen kann, ist, wenn man denn einen Mail-Server angebunden hat, ne, der auch integriert ist, also sprich Kupano war es jetzt bis jetzt eigentlich noch und wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man dann halt gucken, aber man könnte dann halt auch die E-Mail-Adresse genauso wie bei einem AD in einem Exchange-Server anlegen lassen und die wäre dann auch konfiguriert. Wir können hier genauso Geburtstage pflegen, wenn man das denn möchte. Mitarbeiternummer, Mitarbeiterkategorien und wir haben auch dieses wunderschöne Vorgesetzten. Klar, einfach fragen. Wie spricht dieses Button-Label? Spricht das dem AD von Microsoft? Mit der AD-Erweiterung entspricht es tendenziell zu 85%. Ne? Also es ist nicht ganz, man kann nicht alles damit umsetzen, aber zu 85% ist das AD von Microsoft. AD 2012 als Schema. Ja, genau. Zu spät. Gut. Wir können auf der linken Seite halt den Benutzer in Gruppen hinzufügen. Wir können hier noch so Ablaufdaten, zum Beispiel, wenn man jetzt externe Dienstleister hat, wo man Konten zur Verfügung stellen möchte, die allerdings nicht jedes Mal im Kopf behalten möchte. Wenn diejenigen dann fertig sind, dann kann man hier auch Ablaufdaten genauso wie in den bekannten Welten einbinden. Kontaktdaten sind auch möglich. Das bedeutet halt, also ich pflege dann halt auch meine Kontakte irgendwo, die zentral abrufbar sind in der Firma. PKI-Infrastruktur funktioniert halt, wenn man das eingerichtet hat. Und dann gibt es noch so ein paar erweiterte Einstellungen, wie zum Beispiel Aliase in E-Mails, wenn man das dann rübergeben möchte.
Hier ist das halt ein sehr interessanter Punkt, kann man Richtlinien für den User festlegen. Das bedeutet auch diese wunderbaren Logon-Skripts, die man aus Windows-Zeiten, also in Windows-Zeit relativ gut kennt, um irgendwelche Netzlaufwerke zu mappen oder sonst irgendwas, sind hier hinterlegbar. Das bedeutet halt, er würde die dann genauso, wenn man dann einen Windows-Client benutzen möchte, aufrufen, das Logon-Skript ausführen und die Netzlaufwerke mappen. Passwortrichtlinien kann man auch festlegen. Je nachdem, kann man zentral steuern, kann man für jeden Benutzer einzeln festlegen. Also wenn jetzt ein Dienstleister, der relativ viele Zugriffsmöglichkeiten hat, dann kann man auch sagen, er darf jetzt 23 Zeichen irgendwo speichern, damit das in seinem Passwort safe speichern, weil man sowieso davon ausgeht, dass ein Dienstleister, der sowas tut. Gut. Das zum Thema Benutzerlinks. Es ist relativ einfach. Es ist halt wirklich das. Ist halt genau das, weshalb man Univention also vielleicht auch als Domain-Controller nutzen sollte, weil es halt einfach zu administrieren ist und das auch Menschen können, die nicht unbedingt aus der IT kommen. Gut. Springen wir mal zu Gruppen. Sieht das aus mit Gruppen? In den Gruppen gibt es natürlich, wenn man die AD-Erweiterung drin hat, auch sämtliche User, die man so braucht, auch ISS, User RS. Was Terminal License Servers, Gruppen und solche Geschichten, die werden halt mit dann sozusagen erstellt, wenn man die AD-Erweiterung einbringt und kann die dann genauso verwenden in Windows-Systemen wie vorher mit einem Active Directory Domain Controller. Gruppen erstellen ist halt genauso einfach, man drückt auf Hinzufügen, kann hier auch gleich die Benutzer hinzufügen oder andere Gruppen. Kann dann halt nochmal sagen, ob es auch eine File-Server-Gruppe ist. Also der Univention-Server stellt auch einen Sammler zur Verfügung, mit dem man dann halt theoretisch auch File-Services betreiben kann, wenn man das möchte. Kann einer Gruppe auch Mail-Adressen verpassen, wenn man das möchte. Das ist halt, wenn man sich das anguckt und Windows kennt, ist es relativ ähnlich von den Einstellungen. Gut. Kommen wir mal zu den interessanten Sachen. Was kann er noch? DHCP kann er. Das ist genauso wie ein Domain-Controller das könnte. Er macht einen DNS-Server für die Domäne. Freigaben verwalten geht hier auch. Man kann hier auch Netze hinterlegen oder das LDAP-Verzeichnis direkt angucken. Wenn man sich das anguckt, also man kann über die GUI halt auch den DNS-Server verwalten. Das ist im Endeffekt nicht so ganz dramatisch. Ich habe das Ding irgendwie gestern mal aufgesetzt, um einfach mal irgendwas zum Zeigen zu haben. Da ist jetzt nicht viel drin. Ich glaube, ich habe da mal irgendwie zwei Clients reingeschmissen, was man hier so irgendwie machen kann. Ne, man kann da auch ein EcoDMS, da gibt es morgen, glaube ich, einen schönen Vortrag zu, dran anbinden und eine Single Sign-On sozusagen arbeiten. Gut. Was halt auch immer sehr interessant ist, sind die Richtlinien. Das kann man in den Richtlinien machen. In den Richtlinien entspricht ungefähr den GPOs in Windows, wenn man das möchte. Was Passwortrichtlinien festlegen, also sprich, wie soll das eigentlich generell bei mir im gesamten Kontext sein? Ich möchte ein DHCP-Routing festlegen. Oder halt Desktop-Richtlinien weiterverfolgen. Also was für Policies möchte ich da anlegen? Da gibt es halt auch einiges an Auswahlmöglichkeiten. Also es funktioniert mit GPOs halt nicht unbedingt alles, was man pushen kann. Also was ich gerne mache, ist durchaus auch gerne mal ein PowerShell-Skript zu benutzen, um GPOs zu setzen, wenn es dann ein bisschen tiefer wird. Also ich weiß gar nicht, wie viel, vielleicht weiß das ja irgendwer, wie viele GPOs das gibt, aber es gibt unendlich viele. Und nicht alle sind hier drin abgebildet, allerdings kann man alle über einen PowerShell-Skript halt einfach auf den Client pushen, wenn man das möchte und dann halt einfach aktivieren oder deaktivieren. Da wird es dann aber dann administrativ halt ein bisschen, geht es da ein bisschen weiter weg von, es kann jeder selber machen, sondern hinzu, man braucht doch mal einen Dienstleister oder zumindest jemand, der sich da ganz gut mit auskennt. Ich habe jetzt nicht viel zur Installation mitgebracht, na klar. Ob man mehrere Univention-Server zusammenschalten kann, wie bei einem Windows-Server? Ja, kann man tatsächlich.
Da bewegt man sich dann aber so ein bisschen in die kostenpflichtige Variante, soweit ich das noch im Kopf habe. Aber man kann halt mehrere Domain-Controller in einer AD betreiben mit einem Univention-Server. Ja, das geht. Und dann gibt es ja auch so Funktionsrichtlinien, dass wenn ich hier Bahnanbindung habe, dass ich dann andere Replikationszyklen habe. Geht das auch alles? Oder? Wenn du eine Warnanbindung hast, das wird tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf weiß, also tatsächlich habe ich das selten, weil wir halt einfach meistens sehr kleine Umgebungen haben, die sich nicht über Warn sozusagen verteilen. Aber soweit ich das weiß, glaube ich, geht das mit der Community Edition nicht so einfach out of the box. Also gehen tut es bestimmt, dass man das einstellt, aber nicht über die GUI. Also dann keine Community Edition, sondern halt auch schon ein paar Münzen einwerfen, ist ja kein Problem, ja. Machen wir ja gern, das Projekt unterstützen. hast du die bisschen Übersicht, welche Edition es gibt und was das uns noch Mehrwert bringt? Also was immer einen Mehrwert bringt, ist halt das Support vom Hersteller. Auch getestetere Updates, die man dann bekommt, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Ich habe tatsächlich jetzt keine Gegenüberstellung gemacht zwischen den einzelnen Versionen von Univention. Also sprich, was in der Community-Version drin ist und was in den anderen beiden Versionen noch drin ist. Also es gibt noch zwei. Es gibt eine, die kostet, glaube ich, irgendwie 25 Euro und eine für 35 Euro, je nachdem, wie viele User man die dann benutzt. Das kann ich aber gerne sonst nachreichen. Das können wir sonst mit den Folien verschicken. Kriegen wir bestimmt von Univention. Gut. Das erstmal dazu. Wir können auch gerne nochmal in das App Center reingucken, also man einfach mal sieht, was kann man damit machen. Also eGroupware stellt da auch eine App zur Verfügung, die als Docker-Container da drin ist. Also das bedeutet halt... Also wenn ich über dumme Fragen habe... Ja. Viele haben ja noch einen alten Windows-Domain-Controller. Ja. Ich kann ja auch den Univention an den Domain-Controller anbinden. Genau. Das ist ja kein Problem. Kann ich auch die FSMO-Rollen von dem alten Windows-DC umziehen auf den, dass ich die alten Windows-DC rauskriege? Du kannst die umziehen, ja klar. Das ist aber Handarbeit. Ja. Also du kriegst es tatsächlich als Migrationsszenario so hin, dass du ihn einbindest und dass du dann halt sozusagen peu à peu den Kram umziehst und nachher den Windows-Domain-Controller weglässt. Die schönere Geschichte ist natürlich, wenn man die Chance hätte, es direkt gleich so aufzubauen, aber das ist meistens nicht so der Fall. Also die Chance hatten wir da drüben halt irgendwie wegen dem Neubau und wir haben dann halt gesagt, wir machen das einmal alles neu und dann hat das funktioniert. Aber man kann die umziehen, ja. Gibt es in dem App Center auch einen Ersatz für Microsoft Teams? Das ist nämlich das, was ich in der Arbeit am häufigsten nutze von Microsoft. Genau. Da ist es. Also ja, tatsächlich, also Nextcloud hat mittlerweile ja eine Funktion dafür. Also wenn man das da sozusagen sich dann mit als App auf dem Server installiert, dann hat man gleichzeitig auch eine Meeting-Funktion sozusagen, also sprich eine Video-Meeting-Funktion. Die Frage, die man sich da mal stellen muss, ist, ob man das möchte auf einem Domain-Controller. Ich würde das immer nativ laufen. Es geht vielleicht darum, dass man Teams nutzt und sich authentifiziert. Das ist wahrscheinlich eine M365-Authentifizierung. Das meinte ich nicht. Nee, ich meinte wirklich, oder auch, dass ich einen Teams-Ersatz an dem Ding authentifizieren kann. Ja. Also, wenn's sinnvoll ist es, dann Nextcloud zu nutzen. Ja. Am besten ist es, du nutzt einen Nextcloud-Server, machst aber deine eigene Nextcloud-Instanz, wo du dann den Nextcloud-Hub nutzt. Das ist vom User Experience ähnlich zu Teams. Aber wenn du das, aber da du ja eine, wenn du mit vielen Leuten zusammen nutzen möchtest, macht so ein zentrales User-Management Sinn. Dann ist natürlich so ein Univention LDAP, kannst du auch jedes andere LDAP nehmen, aber Univention ist halt praktisch und einfach, kann man gern machen. Für mich ist Nextcloud leider kein Ersatz für Teams, weil ich kann mit Teams global jede beliebige Person anrufen, wenn ich die E-Mail-Adresse kenne. Gut, er muss es nicht annehmen, aber er sieht auch, wer anruft und man kann dann einfach ohne ein zentrales Management, kann ich trotzdem jeden anfunken. Das geht mit Nextcloud leider noch nicht. Man weiß, ob sowas mal kommt, aber das ist das, wo Teams einen riesen Vorteil hat und warum viele von Teams nicht weg wollen. Ansonsten kann Nextcloud tatsächlich viele von dem erschlagen, was du brauchst.
Oder du bindest in Nextcloud noch RocketChat oder MetaMost ein. Dann kannst du auch direkt die Leute auch anschreiben. Ich frage jetzt mal, was man am meisten benutzt. Also ob man mehr chattet oder ob man mehr Videotelefoniert. Wobei alles mittlerweile auch tatsächlich in Matrix mit Element geht. Ja. Ich habe noch eine Frage zu jedem Menschen. Du hast vorhin gesagt, man kann nicht mehr, also in der CE kann man nicht mehrere Server miteinander, also Innovation Servers miteinander verbinden. Das geht schon. Es geht auch in der Community Edition, kann man sie miteinander verbinden. Es fehlen nur ein paar Funktionen dann zum HA. Aber das Backup und wie ist denn das andere? Replizieren, das geht alles. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Das funktioniert. Gut. Möchte noch jemand was sehen, wissen, fragen? Also am besten einfach immer gleich fragen, weil dann können wir darüber sprechen. Wenn nicht, dann sind wir schon theoretisch, also ich habe es wirklich relativ kurz gehalten, den Installationspfad wollte ich jetzt nicht zeigen. Ich meine, der ist relativ einfach, das ist eine ISO reinwerfen und installieren, hochfahren, Lizenz einpacken, fertig. Also weil keiner Fragen hat. Wir haben halt das Problem, dass wir ein AD haben und auf UCS umsteigen wollen. Wie wäre dann da die Vorgehensweise, also schon am Anfang? Also wenn man jetzt wirklich migrieren möchte, also man hat ein Active Directory von Microsoft und hat jetzt sowieso schon den Punkt erreicht, wo man halt sagen muss, ich muss irgendwie von einem 16er Server auf einen 22er wechseln, wenn meine Lizenz wieder mal sagt, ich muss das. Oder ich habe vielleicht sogar noch einen 12R2 da stehen. Dann fängt man halt wirklich an und packt den Univention Server halt erstmal als sozusagen mit DC in diese AD und fängt dann halt an, peu à peu diese Migration zu machen. Die Benutzer tauchen relativ schnell in dem Univention auf. Das bedeutet halt, die synkt da sich halt rüber. Wenn man nachher GPOs und solche Geschichten hat, da fängt man an, sich Gedanken zu machen. Also wie kriege ich, sind die GPOs abbildbar in Univention? Wenn nicht, welche Alternative habe ich dazu? Mhm. Also sprich, schreibe ich mir ein PowerShell-Skript, schreibe ich mir irgendwie, weiß nicht, mache ich es über ein MDM, mit dem ich dann halt Microsoft managen kann, zum Beispiel, um GPOs nochmal explizit auf die Rechner auszurollen. Es gibt da verschiedene Wege, die man machen kann, wenn man an GPOs ran möchte, die jetzt nicht unbedingt mit in Univention abbildbar sind. Aber das müsste man halt einmal analysieren. Welche habe ich eigentlich jetzt sozusagen aktiv in Benutzung? Das sind meistens nicht alle, zumindest hoffentlich nicht. Und wie viele kann ich davon in Univention abbilden und was ist mein sozusagen Rest, den ich jetzt habe, den ich irgendwie anders da einstellen muss? Okay. Bei der Installationsroutine muss ich dann den Replikator auswählen oder den UCS selbst? Er fragt, wenn man sozusagen installiert, also wenn man die ISO reinschmeißt, dann fragt er ganz am Anfang, möchten Sie ein neues AD bauen oder möchten Sie sozusagen joinen? Und dann kann man halt einfach sagen, ich möchte jetzt joinen. Okay. Dann läuft das wie bei jedem anderen AD, DC auch, also man gibt halt Administratorkonto ein, den Domainnamen und solche Geschichten und dann verbinden die sich beide miteinander und dann fängt auch an zu synken. Okay. Also es ist recht einfach. Also die aktuellen Admins befürchten halt die Übernahme von UCS, das passiert das AD, also, das passiert nicht. Okay. Also wenn man dem sagt, er möchte jetzt erstmal nur nebenbei laufen, tut er das auch. Also der übernimmt da gar nichts, außer halt den Sync einmal der ganzen AD oder LDAP, des LDAP-Stamms sozusagen. Und wenn man nachher dann irgendwann sagt, man möchte den einen degraden und den anderen upgraden, kann man das in Univention auch machen. Okay, gut, danke. Da gibt es ja diese Funktion AD-Übernahme. Ja. Was ist das denn jetzt? Also ich meine, man kann auch eigentlich bei der Installation auch eine AD übernehmen. Ja, wobei, wie gesagt, nicht, überhaupt hier? Also, hört man was? Nee, hören tut man dann nur was im Stream. Ach so. Ja. Also klar, man kann die auch während der Installation halt direkt übernehmen. Ich würde mir allerdings trotzdem vorher Gedanken dazu machen, welche Sachen habe ich in meiner aktuellen AD, die ich eventuell anders abbilden muss. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass man ja sehr viel über die Jahre oder in gewachsenen Strukturen halt in der Windows-AD sehr viel Sachen so bauen kann, dass sie nicht mehr Standard sind. Und wenn man dann so eine Standardübernahme macht, dann muss man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass man auf der aktuellen Seite halt wirklich ein Standard-AD hat, was nicht
zum Beispiel eine Schemaerweiterung drin hat, die man noch beachten muss. Also es gibt zum Beispiel so wunderschöne Exchange-Schemaerweiterungen in Active Directories von Windows. Es gibt von Business Central, benutzen manchmal auch einige so ERP-Systeme, auch wunderschöne Schemaerweiterungen fürs Active Directory. Da muss man sich dann wirklich tatsächlich erstmal einmal hinsetzen, Gedanken drüber machen. Kann ich das jetzt einfach so machen? Also wenn man das einfach so macht, dann würde ich sagen, knallt es in den meisten Fällen, wenn es ein bestehendes AD ist, relativ doll. Okay. Naja, ich bin jetzt in einer Firma, die haben, das ist verrückt, die haben kein AD, nix. Alles zu Fuß, die ganzen Clients sind alle. Wunderbar. Und da müssen wir aber jetzt mal ran und ein AD aufsetzen. Aber das kann man dann wunderschön, deswegen. Ja. Also das kann man dann tatsächlich wunderschön out of the box nehmen. Muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass wir das hier einnehmen und nicht... und die Überzeugungsarbeit kommt, glaube ich, auf Folie 12. Was? die Überzeugungsarbeit kommt auf der nächsten Folie. Mhm. Nein, also es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt gar nichts haben und Sie wollen jetzt einfach ein AD überhaupt erstmal aufsetzen, weil wir keins haben, ist relativ einfach, die ganze Standardinstallation einmal durchzugehen und man hat da schon mal einen stehen. Dann ist man an dem Punkt, wann packe ich welchen Client da rein. Ne? Also ich habe erstmal einen Test-Client, dann baue ich meine Gruppen, meine Richtlinien, meine User. Man kann das ja parallel aufbauen. Genau. Und das ist ja, ne? Also da wäre dann tatsächlich, also in dem Fall wäre ein Parallelaufbau tatsächlich das Sinnvollste, weil dann kann man nämlich auf der einen Seite testen, auf der anderen Seite weiterarbeiten und irgendwann schiebt man so ein bisschen peu à peu alles nach rechts. Und die Windows-Rechner, die werden, also sind ja meistens nur Windows-Rechner bei uns da, sind ganz normal wie die joint man dann genauso wie beim AD, beim Microsoft AD. Ja. Also beim Windows 11 ist ja Voraussetzung, dass man über eine Pro-Version verfügt. Das ist, und wenn das überall vorhanden ist, dann kann man halt über die ganz normale Abfolge im Windows der AD joinen. Oder den Invention AD. Fein. Wenn keiner mehr was sehen möchte. Gut. Univention hat so netterweise so angekündigt, dass wir ja noch eine Kostenübersicht haben. Also ich habe eine mitgebracht, die basiert auf unverbindlichen Preisempfehlungen für die Microsoft-Produkte. Bei den User-Calls für die Microsoft-Produkte ist es halt ein Mittelwert zwischen dem, wo es verkauft wird und wo nicht. Von daher gucken wir uns das einfach mal an, wenn er denn möchte. Jetzt aber. Wie sieht das denn ganze kostenmäßig aus? Ich habe es mit der Community Edition verglichen. Wenn man das mit den anderen Editionen vergleicht, dann kommt man da nicht mehr auf einen so großen Vorteil, muss man einfach sagen. Gesetzt im Falle, man braucht die Features in der Verkaufs- oder in der bezahlten Edition von Univention. Was brauchen wir also mindestens? Wir brauchen mindestens mal einen Server 2022, weil der Rest ist ja mittlerweile alt. Das Ding kostet UVP irgendwie 1.100 € als Lizenz. Das reicht ja aber nicht. Das bedeutet, Microsoft möchte ja für jeden User, den wir da anbinden, auch noch mal ein bisschen Geld haben. Die gibt es in 10er-Paketen, das ist auch schon mal ganz nett, wenn man jetzt einfach die 160, die müssen wir uns jetzt mal zu 130 denken. Wenn man die dann mal so mit 355 € pro 10er-Paket veranschlagt, dann sind das 4.615 € nur dafür, dass wir auf diesen Server zugreifen dürfen. Einrichtung, wir brauchen manchmal einen Dienstleister, manchmal nicht, aber auch intern kostet sowas Geld. Ne, weil wir ja Mitarbeiterzeit verbrennen. Ich habe jetzt mal veranschlagt, so bummelig 1,5 Tage. Ne, da ist das Ding nicht gehärtet, aber es steht. Dann sind wir bei 7.275 €, die das mit Microsoft kosten würde, weil wir die Lizenzgebühren bezahlen müssen. Wenn wir uns dafür entscheiden, das mit einer Community Edition von Univention zu machen, dann brauchen wir von 1, das Ding kostet gar nichts. Ich kann auch noch Open Source in den Quellcode gucken und vorher sagen, ich möchte das wirklich machen. Die Einrichtung kostet ungefähr dasselbe. Es ist ein Tick einfacher, aber man hat hinten raus halt trotzdem immer noch die ganzen AD-Sachen, die man einstellen muss und sind dann halt bei 1.560 €. Wenn man das mit Kosten vergleicht, die intern anfallen, weil Mitarbeiterkosten intern sind ja immer ein bisschen kleiner als Dienstleisterkosten, dann kommt man da auch ein bisschen weiter runter. Haben wir am Ende mehr Aufwand? Nein, haben wir nicht. Also das Patch-Management ist da mit drin für den Univention-Server. Lesen muss man es trotzdem, wenn man irgendwas patchen möchte. Das ist bei Microsoft und bei Univention so. Also man hat nachher auch nicht wirklich viel mehr Aufwand. Man hat halt annähernd dieselben Funktionen, ne? Also nicht
ganz dieselben Funktionen wie eine Windows AD, aber annähernd dieselben Funktionen. Und für kleinere Umgebungen ist das sehr empfehlenswert, das halt nicht unbedingt mit Microsoft zu machen, sondern mit einer Open-Source-Lösung. Also man kann ja auch das ganze GUI-Geraffel weglassen und macht es nur noch mit Samba. Geht auch. Da kann man es dann aber keinem in die Hand drücken und sagen, mach mal. Gut. Dazu Fragen. Klar. Jetzt mal mit dem gekauften Produkt? Auf der rechten Seite. Ja. Da würden wir jetzt wahrscheinlich 25 mal 160 rechnen, das ist immer noch weniger. Also eine User-Cal kostet im Schnitt 48 Euro bei Microsoft und bei Univention fangen wir bei 25 an, je nachdem, wie viel man nachher abnimmt. Also ich sagte ja, das relativiert sich dann, wenn man es kaufen will. Aber man hat halt immer noch die Vorteile des Open-Source-Systems. Man kann da halt reingucken, man kann wesentlich flexibler anbauen. Man hat einen Hersteller, der tatsächlich auch mit einem redet, habe ich festgestellt, wenn man den halt mal anfragt. Und man hat so ein paar andere Vorteile, die dann da mitkommen. Bei Univention bezahlt man da nur für den Support oder sind da auch proprietäre Pakete drin in dem Server? Proprietäre Funktionen in dem Server drin. Ja. Also es ist ein anderes Repository, was du kriegst, wenn du bezahlst. Und dort ist dann auch... Das ist aber trotzdem, also man kann den Source Code kannst du trotzdem angucken, wenn du fragst. Ja. Also die Open Source, wirklich offene Geschichte, die ist in der Community-Version. Wenn man dafür ein bisschen Geld ausgibt, dann kriegt man halt ein paar Funktionen mehr dazu. Und die sind jetzt auch nicht öffentlich sozusagen einsehbar, weil, ja, die wollen sie dann doch verkaufen. Ich arbeite halt, wie gesagt, nicht da und wir sind auch kein Partner oder sowas oder ich bin auch kein Partner von denen, sondern das ist halt wirklich sehr, sehr einfach, das damit zu machen. Ja. Wir hätten jetzt ganz viel Zeit für Fragen. Aber wir hatten ja schon viele. Danke. Stehen in dem LDAP auch neuere Authentifizierungsmethoden wie SAML, OAuth2 und so weiter zur Verfügung? Direkt im LDAP nein. Was es aber gibt, ist, das gab es vorhin sozusagen in dem Bildungsvortrag, ich glaube, da waren zwei Vorträge vor mir, glaube ich, von Bergwerk IT. Die haben Identity Access Management Provider, den man benutzen kann. Und da gibt es tatsächlich auch, soweit ich das weiß, die Möglichkeit, sich anderweitig zu authentifizieren. Danke. Ja, kurz, knapp, einfach mal so ein kleiner Überblick, wie man es anders machen kann. Nicht sehr technisch, dafür sehr funktionslastig. Ja. Ja, Dankeschön. Wenn jemand Fragen hat oder irgendwas wissen möchte, macht euch gerne ein Foto, schickt eine Mail. Ich bin da eigentlich recht gut drin zu antworten.